So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Geotastic, was einfach fantastic ist. Wir spielen drei Runden, unendlich viel Zeit und starten in unser Preset rein und wollen jetzt herausfinden, wo wir genau sind und es geht los. Runde 1. Ach, du kriegst die Martinis. Rechtsverkehr. Präsente de deux. Die Sonne ist im straight im Westen, leicht im Norden. Also sind wir im Süden oder am Äquator? Dann geht hier einmal so rüber. Was haben wir denn da? Asia de irgendwas stand da. Wir haben aber Palmen. Escolar. Thailand oder so. Vom Gefühl her. Oder Afrika. Aber Escolar passt nicht zu. Na gut, Senegal. Aber Senegal sieht nicht so aus. Und Palm sagt schon eher Myanmar, Thailand, Laos. Malaysia vielleicht. Malaysia wäre ganz gut. Deswegen vielleicht Asia eben. Gucken wir mal, wo es uns hinführt. Ich dachte, er hatte gerade einen Unfall, so wie er da stand. Einfach voll verkehrt. Wir haben hier irgendwie auch Matsch vor der Linse. Der hätte ruhig mal aussteigen können und putzen können, der Typ. Oh Mann. Aber in den meisten Ländern hätten wir jetzt ja am Rand dann so einen Stein. Und hier haben wir links und rechts auch noch einen Gehweg. Den kenne ich jetzt nicht aus Thailand, Laos, Kambodscha und Co. Weil da ist eigentlich immer direkt auch Rasen, so wie in Deutschland, und dann ein Stein, wo drauf steht, wo wir sind. Gut, Bangladesch oder so würde ich bei Skolar ausschließen. Philippinen. Für Philippinen ist das hier schon zu glatt. Indien. Aber da passt die Straße nicht. Und der Rechtsverkehr, glaube ich, auch nicht. Vazenda Boa Esperenea. Südamerika? Ah gut, Südamerika könnte noch... Dann müsste es aber Panama sein. Oh, da war was. Brasilien vielleicht? Oh. Ich war ewig nicht mehr in Brasilien. PA. Para. Könnte Sinn machen. Die 150. Ich sehe nur die 155. PA 160. Das ist wieder die nationale, also nicht international, sondern, nicht national, sondern lokal. So rum ist vielleicht besser. PA 400. PA 200. Wo ist denn PA? Das geht hier noch bis hier hinten ran, oder was? Anscheinend. Hier sind keine Straßen. Die werden über Fluss versorgt, die Leute. Ich meine, hier war die 150, 160.
irgendwo. 151. Hundertvierzig. 136. Oh, wo geht denn PA noch lang? Bis hier rüber. Ja, hier sind viele Straßen, dann wird es irgendwo hier sein. PA 108. 102. 400. Das springt auch hin und her. 100, 200, 300, 400. Hier ist ja die Grenze. Da sind wir schon lang gegangen. Ah, hier macht das nochmal so einen Bogen raus. Nee, hier am Fluss geht's lang. Alles klar. 400. PA 160 war hier. 449. 287. 158. Und hier haben sie wieder keine Straßen. Also wir könnten eigentlich ja nur in dem Ballungsgebiet hier irgendwo sein, weil hier ein paar Straßen sind. Und da sehe ich sie nicht. Das heißt, wir können nur da oben sein. Da sind die einzigen Straßen. Die muss also eine ganz kurze sein. Gut, ganz kurz. Nicht, in Brasilien sind die Maßstäbe ein bisschen anders. Sie ist mindestens 209 Kilometer lang. Und sie verläuft, vielleicht hilft mir das, Nordost-Südwest. Das könnte die hier sein. Das ist schon MA. Schade. Die hier, 102. Die hat keinen. Ich meine, es kann auch was anderes sein. Ich hatte schon mal, dass ich dachte, ich bin in Brasilien und das PA stand dann in Thailand für irgendwas oder so. Oder steht für Panama. Das könnte auch sein. Oder die 110 hat in Teilen eine andere Nummer. Zoom mal ran. Nee, okay. Die heißt anscheinend überall 110. Eventuell steht irgendwo auf einer Straße einfach nur Router PA 2 irgendwas, wenn man ranzoomt. Nee, aber warum gibt's die 151, aber nicht die 150 so offensichtlich? Warum? Immer das, was ich suche, ist nicht offensichtlich zu sehen. Das würde hier doch für die perfekt passen. So von der Ausrichtung gerade. Vielleicht hier oben das Stück? Nee. Oder in der Stadt oder so? Die 151 geht hier runter. Vielleicht trifft die auf die 150. Ja, tut sie sogar. Hier unten. Oh, wie krass. Wie weit geht denn das runter? Genau in der Mitte. Da haben wir sie. Und wir sind auf... Ja, ich glaube, wir sind sogar auf dem Teil hier. Oder auf dem hier, Pinheiros. Na, gucken wir mal, wo wir ankommen. Immerhin haben wir jetzt schon einen Anhaltspunkt. Nach 9 Minuten.
Fast 10. Aber sie sind echt verrückte Dimensionen auf jeden Fall. Okay, da kommt eine Kurve nach Norden. Und zwar dann straight nach Norden. Das heißt so und dann so. Ponte Rio. Okay, vielleicht kommen wir an einem Fluss vorbei. Ich hoffe, die nächsten beiden wären ein bisschen einfacher. Sowas wie Dänemark wäre wieder schön. Nicht Finnland, bloß nicht Finnland. Oh mein Gott. Dann bin ich doch lieber in Brasilien, glaube ich. Nee, so ist richtig. Hier zickt er ein bisschen rum. Okay, da fahre ich jetzt aber nicht weiter, nicht? Die geht jetzt ganz lange nach Norden. Wo stehen wir denn hier? Irgendwo Yoko International. Gut, nach Süden. Da kommt aber wenigstens ein blaues Schild. Vielleicht hilft uns das, das ein bisschen einzugrenzen auf die Höhe. Wo ist es? Da ist es. Ponte Sobre o Lagbari. São Domingos. Igrapare Jacunda. Para Alta. Ey, Alter. Hier ist die 150 vorbei. Okay. Dann gehen wir mal hier die Flüsse durch. Rio Moju. Und hier hört sie auf. Meter breit. Der einzige Igrapa, der passt bei Larry. Jacunda, nicht? Igrappe Jacunda. Aber eventuell ist er auch nicht ganz eingezeichnet. São Pedro. Weil es fehlen durchaus oft Flüsse hier. Wenn die nur temporär sind, nicht? Nur wenn das Google-Auto drüber fährt, die da sind und ein Name dran steht, dann ist es oft hier eingezeichnet. Es gibt genug Flüsse, die einfach fehlen, und zwar gänzlich. Hier oben ist noch einer, der Sacupa. Oder so kleine Nebenflüsse sind oft nicht eingezeichnet. Er ist der Guantemocino. Er ist der Ferreira. Ah. Okay, hilft mir also nicht weiter. Ich liebe es, wenn Hinweise einem nichts bringen. Vielleicht aber das Restaurant hier. Hä? Wie weit bin ich von dem Schild? Ich wollte nur einen zurück. Ich habe einmal geklickt. Ach, das verschwindet einfach. Ah, super. Das ist ein tolles Schild. Da steht irgendwas drauf. Und dann ist es weg hier.
Gado Forte Fazenda. Kilometer 56. Warte mal, wir sind bei Kilometer 121. Das ist die Frage, in welche Richtung ziehen die hoch? Das sehen wir natürlich jetzt wieder nicht. Gado Forte. Hier ist 150. Okay, dann sind wir hier. Irgendwo. Wenn das zumindest hinhaut. Vielleicht gibt es hier oben noch neue Restaurants oder so. Ja, die Bilder schwanken auch sehr stark. Macht das nicht gerade leichter, nicht wahr? Assemblea de Dos Missão. Missão. Ich vertraue diesen Kilometerangaben halt nicht so, weil man die ja von zwei Seiten zählen kann. Wo startet die 150? Direkt hier. Hier wechseln die. Einfach so. Oder ist die 400... Die 475 ist auch die 150. Ach, du kriegst die Motten. Okay, wartet mal. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Ist das hier immer noch? Ja, ist hier immer noch. Oh, scheiße, falsch rangeschrieben wieder. Dann gucken wir die anderen Flüsse jetzt mal durch. Wer haben wir hier? Auenda. Lustig, je nach Zoom-Stufe steht einfach was anderes dran. Das wechselt halt sehr oft. So. Hier sind es sogar drei. Pff. Weil hier hört die 150 auf zu existieren. So. Oder? Wir zoomen hier nochmal ran. Ja. Ah. Aber die 475 überlebt. So, das heißt von hier bis hier unten. Also was wie Missão habe ich jetzt nicht gelesen. Aber wir müssen, glaube ich, bis zum nächsten Ort fahren, damit wir wissen, auf welcher Höhe wir sind. Uff. Oh Mann. Ich finde, gerade Straßen sind am langweiligsten. Und auch am schwierigsten. Vor allem, wenn nie eine Straße abgeht. Oder auch keine Häuser, Geschäfte oder so mal kommen. Ob es Geotastic Mars gibt? Ich glaube, Mond gibt es, nicht wahr?
Wir können natürlich jetzt die Kilometer zählen und so eine Sachen, aber wie zuverlässig ist das? Das 60 und das 150 sind dann die zuverlässigsten, die wir bisher hatten. Aber ja, irgend so ein markantes Merkmal, weil die Straßenrichtung hilft mir hier halt absolut gar nicht. Nicht? Die geht einfach in hunderte Kilometer gerade. Kilometer 217. Ich wollte mal den auf der Seite sehen. Ob die einfach in beiden Richtungen unterschiedlich zählen. Vom anderen Ausgangspunkt. Hier kam lange keiner mehr. Oh, sie macht einen Bogen. Von Südwesten. Nach Süden. Das macht sie halt ständig, nicht? Die macht die ganze Zeit diese Bögen hier. Egal wo auf der Route. Die verläuft halt einfach so. Ich meine, euch im größeren Maßstab noch stärker. Hier. Retire aus Embargos Los Sasso Facenda. Facenda schon wieder, aber das muss irgendein Wort sein. Hier, Ponte Camine Heroes. Borracharia. Also ich glaube, das ist das Beste, was wir finden könnten. Ob es den aber noch gibt, das Bild ist von 24. Oh ja. Okay. Jetzt ist die Frage nur, in welcher Zoom-Stufe. Und der liegt westlich. Camine Heroes. Camine Heroes. So. Und hiervor müsste er jetzt kommen. Na, die haben sich nicht eingetragen. Ich glaube schon, das hier ist eine gar nicht so schlechte Ecke. Aber wir gehen ja auch südlich, nicht? Das heißt, er müsste südlicher liegen. Wir sind aber auch noch an keiner Stadt vorbeigekommen. Bikepacks. Oyo. Vielleicht sind wir an so einer Ecke hier. Restaurante. Und hier wäre eine Abfahrt. Ah, die hätten wir auch gesehen. Facenda. Das haben wir auf jeden Fall schon mal gelesen. Ah, wenn das halt einfach nur sowas wie Taube heißt oder so, nicht? Dann hilft mir das halt nicht viel. Hier ist so Kilometer 121. Angeblich. Okay, wir fahren mal weiter. Das könnte hier schon ein Dorf sein, durch das wir gerade fahren. Da könnte der Name dran stehen. Santa Clara, Municipio de Cosiena Doc para 150 Kilometer. Okay, aber 150 Kilometer war ja hier, waren das Restaurant. 121.
Versender. Irgendwo hier kam es jetzt. Vielleicht ist es dieses Ding hier. Santa Clara, wie heißt denn du? Hat gar keinen Namen. Oder das hier. Das Claras. Das auch schon. Ach, Fazenda ist sowas wie Hacienda oder was? Das liegt Richtung Westen. Also das auf der Seite eher. Hier ist 150 Kilometer. Wahrscheinlich sind wir gerade hier drin. De Claya. Und dann wären wir ja vorher hier durchgefahren. Oder wir sind jetzt hier und gleich kommt das. Welche Ausrichtung hat die Straße? Die geht Süden und macht dann nach Südwesten. Also geht Süden, geht dann nach Südwesten. Das passt halt nicht an der Stelle hier. Hier ist Faciendo Rancho Alegre, Fazenda. Ich glaube, wir sind hier. Irgendwo. Oh, das ist echt schwierig. Jede Stelle sieht irgendwie so ähnlich, dass ich sage, ja, ah, das könnte es hier sein. Auf jeden Fall sind wir nicht in der Nähe der größeren Dinger. Was steht hier noch? Boraxaria. Hier ist nochmal Rio. Ponte sobre o Igrapa Zebra. Selbst den habe ich nicht gesehen. Okay, aber hinter dem Dorf wäre sofort ein Fluss. Hier wäre Clara, Igape Clara. Ah, das Dorf liegt ja westlich. Das hier liegt östlich. Ja, die ganzen Informationen, die wir hier kriegen, sind halt echt nicht eingezeichnet. Oh oh. Also das wird eine Runde, ich glaube, die könnte uns fertig machen. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Aber wir geben natürlich nicht auf. Jetzt ist Kilometer 220. Das wechselt auch ständig. Irgendwann 117, jetzt 220. Ich glaube, auf der Seite ist 117 und auf der ist 220. Das heißt, wir sind relativ mittig. Wenn da und da. Hier endet die, nicht? Ja. Die geht auch nicht hier weiter als die. Die geht hier weiter. Oh no. Oh, die 150 ist hier nicht zu Ende. Oh no. Oh no. Aber hier ist sie nicht mehr. Das heißt, sie endet in dieser Stadt. Okay.
an dieser Stelle, oder, ja. Das heißt, hier hört die PA auf, an diesem Kreisverkehr. Das heißt, dazwischen ja, wir sind ungefähr so. Das heißt, wenn wir mittig sind, sind wir dann hier ungefähr. Ist das hier die Mitte? Ja. Dann sind wir irgendwo an der Stelle hier. Kilometer 121, sagt er hier. Aber in die Richtung halt. Das würde auch hinpassen mit Kilometer 117. Ah, das ist natürlich bescheuert, aber klar, natürlich muss von jeder Seite extra gezählt werden. Was haben wir hier? Police! Die habe ich gesehen. Die Polizeistation habe ich gesehen, die war hier. Oh, wo waren die? Da habe ich mich nur noch gefragt, warum ist da eine Polizeistation im Nirgendwo? Aber die war ist schon wieder zu weit weg von dem, was ich vermuten würde. Hier. Aria Motorirada Rural Goiniasa. Das steht aber nicht dran. MM. Gut, wahrscheinlich ist nicht jede Polizei eingeschrieben. Hallo, Lightro. Guten Abend. Willkommen, willkommen. Okay, und die geht jetzt einfach ewig so weiter. Okay, also wir können weder an der Straßenführung, die ist viel zu lang, noch an irgendwelchen Objekten ausmachen, wo wir sind. Ich glaube, das wird eine Runde, die wir nicht zu Ende spielen. Geotastic? Ja, wie immer. Wir spielen schon seit 3 Stunden oder so. Eine Runde nach der anderen. Wir hatten schon ein paar gute, aber die hier ist jetzt übel. Weil die ganzen Bezeichnungen stehen nicht dran. Ich meine, immerhin haben wir herausgefunden, welche Straße es ist. Das ist schon mal die halbe Miete eigentlich, aber das ist die mit der längste Straße, das hilft dann auch nicht weiter. Vielleicht müssen wir wirklich bis zum nächsten großen Ort fahren, wo ein Name dran steht, der verlässlich ist, und dann wissen wir sind südlich davon. Und dann können wir anhand der Straßenführung sehen, wo wir sind. Aber bei 1000 Kilometer Straße, die macht ständig die gleichen Knickverläufe, kann ich nicht abschätzen. Wie das ist. Die Flüsse sind nicht eingezeichnet. Nicht? 3 von den Flüssen, die wir überfahren haben, sind einfach nicht da. Igepa de Lari, Igepa de Sebra, Igepa de Pondro, Sobre. Nix war da. Und wenn mein Schild steht, ist es so weit weg, dass wir es nicht lesen können. Das zieht sich auch wie Gummi. Brasilien sind wir. Wie man ja unschwer erkennen kann. Nee. Mussten wir auch erst herausfinden. Ich glaube immer noch, dass der Motorradladen der beste Hinweis ist. Oder wir gehen wirklich in einer ganz niedrigen Zoomstufe durch
und gucken, ob wir das Ding finden, was bei uns in der Nähe ist. Weil ich glaube nicht, wenn die das nicht eingetragen haben in Google, bin ich aufgeschmissen. Naja, es geht ständig rauf, runter, da kannst du nichts ausmachen und auch nicht so, dass es irgendwie sinnvoll ist. Hier hast du eigentlich flaches Land mit ein paar Hügelchen. Kannst du nicht sehen in Google. Das ist ganz üble Ecke. Und Schilder verschwinden ständig. Autoscorro. Und wir wissen ja nicht, ob die Schilder hier denn auch dazu zählen. Katarinese Hotel. In 17 Kilometern. Saida de Siade. Oh. Saida da Siade. Also, Thailandia wäre gut. Oder Galanesia. Jakunda wäre noch okay. Und das war's eigentlich. Also ein Hotel finde ich hier nicht. Wo kommt der denn her? Oh, warte, wieder im Fluss. Pontre Rio Mojinho 2. Der ist auch nicht hier. Also vielleicht sind wir doch ganz woanders. Vielleicht läuft die 150 noch an anderen Stellen lang. Das ist jetzt der vierte Fluss, dessen Name nicht passt. Die Orte passen nicht. Das Einzige, was passt, ist die Straßenbezeichnung. Irgendwas stimmt da nicht. Oh, endlich mal. Moju. Moju hatte ich doch vorgelesen. Moju, da. In 200 Kilometern. Jetzt gucke ich mal. Was sind 200 Kilometer? Das hier. Wo kann ich denn das ablesen? Ah ja, okay, zwischen den beiden Flüssen. Das hier sind 200 Kilometer dann. Das hier. Ich nehme meinen Finger, so, und Moju, wir sind genau an der Stelle, wo wir sein müssen. Das passt genau. Thailandia 172. Sind das nur 20 Kilometer? Never ever sind das doch nur 20 Kilometer. Das sind doch nicht zwischen Moju und Thailandia liegen doch nicht. Und hier ist Gulnesia, das ist 63 Kilometer. 63. Ich meine, von unserem Punkt bis zum Wasser sind 50. Das heißt, wir sind dann hier. Aber dann wären wir doch durch Jakunda gekommen. Dann müssen wir jetzt doch eigentlich Rio Moju haben. Und nicht Rio de Zebra oder de irgendwas, was wir jetzt hatten. Das ist ja verrückt. Hilft uns trotzdem nicht weiter, weil wir ungefähr 100 Kilometer vom Startpunkt weg sind. Stelle speichern. Das hilft nicht. Wir sind 39 Minuten in die Richtung gefahren. Also, die Stelle brauche ich mir nicht speichern. Das heißt, ich brauche hier auch gar nicht weiter gucken. Wir gehen wieder zum Startpunkt. Ich dachte, hier steht irgendwas mit China oder so am Anfang. Experiential.
Ich meine, hier sind drei Häuser. Wie Wende Sid Cueco. Das ist Westen. Wir sind auch weit nach Süden gefahren. Ey, ich, wenn ich das gleich sehe, dann flippe ich wahrscheinlich aus. Hier ist Kilometer 121. Ich meine, das hier sind alles Dörfer, die keine Bezeichnung haben. Schöne Scheiße. In die andere Richtung fahren, da kommt nichts. Waren wir auch schon. Da kommt auch nur lange, lange Straße. Da kannst du 200 Kilometer, siehst du eine Straße. Da kommt nichts. Da kommt einfach nichts. Das könnte hier so ein Abschnitt sein, den man da sieht. Hier, sowas hier einfach. Du kommst da so eine kleine Kuppe hoch. Irgendwo hier oder so, und dann siehst du einfach so eine lange Straße, die sich hier runterschlängelt. Da kommt dann nichts. Nichts, was dir helfen würde. Das ist alles, was wir haben. Mehr haben wir nicht. Der Teich wird nicht eingezeichnet sein. Die Häuser werden so nicht eingezeichnet sein. Hier können wir reinfahren? Das hat er mir nicht angezeigt. Oh, okay, das ist ein wichtiges Element, was ich nach 41 Minuten herausfinde. Okay, das ist eine lange Straße, die in den Osten führt. Ja, dann können wir ja nur hier stehen. Ja, das ist das Haus da hinten, wir stehen hier, bango bongo. Wenn es das nicht ist, Pech gehabt. 0,49 Meter. Und der Rio hieß nicht Rio Moju, über den wir gefahren sind. Die anderen drei Flüsse sind nicht eingezeichnet hier. Rio Zebra fehlt, Rio Dongo fehlt. Alter. Und das hier sind 400 Kilometer oder was wir gefahren sind, gefühlt. Mann, 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 Mann. Gibt es Kurven? Keine, die du erkennen würdest. Das war echt übel. Aber ohne in die Straße reinzufahren, hätte ich es nicht gefunden. Ich meine, klar, hätte es hier noch sein können, da, aber das war jetzt eindeutig. Oh, also eigentlich war es eindeutig wegen dieses Hauses da, was ich gesehen hatte, nicht? Weil es stand hinten. Hier war der Teich und dann die beiden kleinen. Das war der Ausschlag. Und hier waren die anderen, die ich gesehen habe im Hintergrund. Also doch, hier war ich vorhin schon bei Kilometer 121. La Nocheto e Bruceria. Aber das stand nicht mehr dran, das gab's nicht mehr. Oh. Gut, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut für die anderen beiden Sachen, die kommen. Ich hoffe, die dauern nicht 5 Minuten. Wir sehen uns zum zweiten Teil.